So, hi. 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 Hallo. So, jetzt bin ich hier mit einem der Gründer und Geschäftsführer von Schürer und Fleischer Immobilien. Und hallo. Servus, ich freue mich, dass du Zeit nimmst für mich. Und ich wollte einfach mal fragen, wie hast du es denn geschafft, so eine Firma aufzubauen? Also das ist ja gar nicht so einfach, so eine Firma zu etablieren. Mittlerweile gibt es auch schon ein Büro bei uns in Heilbronn. Und hast du da angefangen ganz alleine als Makler, hast du dann irgendwann einen Partner gefunden und ihr habt euch zusammengeschlossen und habt gesagt, hey, wir machen jetzt das Ding richtig groß. Wie habt ihr das gemacht ganz am Anfang? Ja, da muss ich kurz überlegen, ist schon ein paar Jahre her. Also ich bin jetzt seit rund 25 Jahren Unternehmer und Makler und habe wirklich mal angefangen, eigentlich schon auch alleine, auch wo ich noch jünger war, aber in der Immobilienwirtschaft dann 1994 und habe dort dann bei einem Makler 2 Jahre gearbeitet und habe mich dann entschlossen, mich im Prinzip selbstständig zu machen, eine eigene Firma zu gründen. Habe das dann so mit 3 guten Freunden gemacht, mit zwei Freunde, habe ich dann das 2 Jahre betrieben. Das hat nicht geklappt, das Zwischenmenschliche zwischen einem von den 2 und mir. Dann haben wir uns getrennt und dann habe ich den Bernd Fleischer kennengelernt, meinen Partner, und da haben dann die Einstellungen und die Vorstellungen und die Visionen gut gepasst. Er hatte dann, war noch ein halbes Jahr bei mir gearbeitet, und dann haben wir die Firma gemeinsam gemacht und dann haben wir Gas gegeben. Und davor hast du schon einige Immobilien selbst verkauft gehabt dann, oder? Ich selbst? Ja. Ich habe, ich war 4 Jahre drüben in Thüringen, habe nach meiner Lehre dort Telefonanlagen verkauft und durch Zufall über einen Freund, wo ich da gehabt habe in Thüringen, hat er mir mitgeteilt, dass bei einer Familie eine Notsituation ist. Die wollten rüber in den Westen, haben drüben schon was gekauft. Dann hatten sie eigentlich schon einen Käufer für ihr Haus hier in Thüringen. Der ist ganz, ganz kurzfristig abgesprungen und da bin ich in den Deal dann irgendwie mit rein, habe das Haus gekauft und das war für mich meine erste Investition also mit Immobilien. Selbst eingekauft? Hast du es dann vermietet langfristig vermietet. Oder schon wieder verkauft? Oder? Ich habe es dann vermietet. Ja. Ich habe es total gut vermietet an meinen Chef, den ich damals hatte. Der hat mir damals echt gut bezahlt und dann habe ich es irgendwann wieder verkauft. Das ist gut. Ja. Gut. Das war mein Einstieg. Und dann habe ich gesagt, ich werde Immobilienmakler. Okay, super. Machst du jetzt immer noch Privatinvestments auch? Oder? Ja, na klar. Wir wollen, wenn wir unseren vorhabenbezogenen Bebauungsplan genehmigt bekommen von der Stadt Bruchsal, wollen wir ein 3-geschossiges Gebäude erstellen mit 35 Wohnungen und unserem Büro mit rund 650 Quadratmetern. Hört sich gut an. Ja. Da gibt es dann bestimmt auch eine Einweihungsparty, oder? Ja, ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Und ihr habt ja jetzt auch in Heilbronn schon ein Büro eröffnet. Wie genau läuft das ab? Also machst du dann einfach hier einen Standort auf, mietest ein Büro an oder kaufst eins und dann stellst ein paar Mitarbeiter ein und die verkaufen dann da Immobilien für euch im Auftrag? Oder ist es ein Franchise-Modell, dass es jemand gibt, der sich die Lizenz erwirbt? Wie genau wollt ihr da hochskalieren? Ja, es waren jetzt viele Fragen. Ja. Also wir haben mal angefangen in Bruchsal zu zweit und dann haben wir nach einem halben Jahr unseren ersten Mitarbeiter gewonnen. Der war damals noch freier Mitarbeiter, so bis vor 10 Jahren waren noch alle freie Mitarbeiter. Ja. Und da haben wir so angefangen und irgendwo nach 4, 5 Jahren haben wir dann unsere erste Filiale in Karlsruhe eröffnet. Da haben wir nicht groß überlegt, in Bruchsal hier, da bieten sich ja die Städte, wo wir unsere Filialen haben, ja richtig an. Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Stuttgart, und das Konzept ist relativ einfach. Wir gehen natürlich nur dahin, wo auch ein bisschen Infrastruktur ist, wo auch ein bisschen Bewegung da ist, wo Immobilien auch irgendwo verkauft oder vermietet werden. Und dann suchen wir natürlich die richtigen Leute vor Ort, mit denen hängt und fällt die ganze Geschichte. Das sind die Erfahrungen unserer Filialeröffnungen. Wir haben ja insgesamt 10 Filialen der letzten Jahre. Okay, wie oft eröffnet ihr im Schnitt so eine neue? Habt ihr schon nächste Eröffnungen geplant auch, oder?
Aktuell wollen wir uns auf unsere Geschäftsbereiche, die wir neu integriert haben, bei uns mehr konzentrieren. Mhm. Wir werden in absehbarer Zeit wahrscheinlich in Freiburg ein Büro eröffnen. Okay. Du hast ja schon im Vorgespräch gesagt, ihr konzentriert euch auf den Vertrieb von gebrauchten Wohnimmobilien, also in der Vergangenheit hauptsächlich. Wie kam denn so die Entscheidung zu sagen, hey, wir machen da hier ein Endkundengeschäft draus, anstatt jetzt irgendwie im B2B-Bereich irgendwie Büros zu verkaufen oder zu vermieten oder irgendwie so institutionelle Investments zu vermitteln, solche Sachen. Wie kam da die Entscheidung, in diese Richtung zu gehen? Weil es einfach am greifbarsten ist am Anfang, oder? Nee, eigentlich ganz, ganz einfach. Hier Bruchsal, ja. Bernd Fleischer und ich wohnen ja auch hier, mhm, und normale Wohnimmobilien, das hat man gesehen bei den Maklern, dass das irgendwie läuft und funktioniert. Und da haben wir zwei uns gesagt, machen wir es genauso. Und man hat sich das dann halt mal angeschaut, ein Jahr oder eineinhalb, und dann haben wir es selber gemacht. Mhm. Und dann haben wir einfach festgestellt, dass von 10 Maklern, die da draußen bei uns in Deutschland rumrennen, 7 komplett vergessen kannst. Mhm. Und wir haben uns lieber dann mit den 3 befreundet, die einen guten Job machen, und haben dann halt irgendwie das Ding ausgebaut. Ne? Okay, also auf jeden Fall geht gut voran. Also bist mittlerweile schon in Heilbronn angekommen. Mhm. Ist echt gut, ja, auf jeden Fall. Ja. Hut ab. Auf dem Weg dorthin gab es bestimmt auch die ein oder andere Hürde, die du überwinden musstest oder die ihr überwinden musstet. Also ich weiß das selbst, ich merke es auch immer wieder. Da gibt es halt Hürden, die sind halt echt heftig, die man sieht, die sieht man gar nicht so von außen. Und da muss man halt einfach durch als Unternehmer. Und wenn man jetzt irgendwie von außen das anschaut, alles sieht man das gar nicht so. Was waren denn so die größten Learnings, die du hattest in den letzten Jahren, die du vielleicht auch in die junge Generation mitgeben kannst, wo du sagst, hey, wenn sich einer von euch da draußen selbstständig machen will oder Unternehmer werden will, worauf muss man besonders achten? Wo kann es einen auf die Schnauze hauen? Mhm. Relativ einfach. Ich glaube, in erster Stelle steht der Fleiß. Der Fleiß, der bei den meisten einfach das große Thema ist. Dann hat man mal Erfolg, dann wird man ein bisschen faul, dann gibt man das Geld wieder aus, investiert es nicht wieder in sich selbst ja, oder auch irgendwie in andere Dinge, wie du das ja auch tust mit Immobilien, was ich ja auch tue. Diese Dinge, Fleiß ist elementar. Und dann natürlich dann, dass ich auch was mache, wenn ich arbeite, nicht nur irgendwie über dummes Zeug rede, über Dinge, die ich sowieso nicht ändern kann, sondern Dinge tue, wo ich was ändern kann. In meinem Fall waren es Immobilienvermittlungsaufträge zu holen bei den Menschen draußen, die eine Immobilie verkaufen wollen. Und da haben wir die Leute überzeugt, die haben uns einen Auftrag gegeben, wir haben den Kaufvertrag vermittelt, die Leute waren zufrieden, haben uns weiterempfohlen. Ja. Ja, und dann natürlich ganz klar, das Leben ist Veränderung. Es gibt ja Menschen, die sagen, sie sind zufrieden, sie wollen sich nicht verändern. Die können aus meiner Sicht auch gleich zum Friedhof marschieren. Ich glaube, in seinem Leben muss man sich oft verändern, regelmäßig verändern, und das ist auch positiv. Und natürlich Weiterbildung elementar. Ich persönlich bilde mich seit noch gar nicht so lange, ich würde sagen 15 Jahren, täglich weiter. Was machst du für Weiterbildungsmaßnahmen? Hörbücher anhören, Bücher lesen, Seminare besuchen. Ich war letztes Jahr auf einer Seminarreise auf dem Kilimandscharo, mhm, war ich 10 Tage weg, war echt cool, und solche Dinge mache ich. Was ist das dann für eine Seminarreise gewesen? Da ging es über Ziele und auch so über Einstellungen mit dem Steve Kröger. Steve Kröger? Ja. Okay. Und du liest viel, hörst viel Hörbücher, was sind denn deine Top 3? Weißt du, hast du irgendwas aus dem Stegreif? Ich würde mal sagen, von Napoleon Hill. Ja, Think and Grow Rich. Finde ich richtig, richtig, ja, richtig cool. Ich muss überlegen, was mir auch wirklich, das heißt Willenskraft von Christian Bischoff. Mhm. Die 2 finde ich echt gut. Okay, alles klar. Vielen Dank auf jeden Fall für die Tipps. Und als Maklerbüro, auch mit einigen Büros, habt ihr jetzt ja Einblick in den Markt. Also ich kriege es immer mehr mit. Wir selber werden vorsichtig und kaufen halt nicht mehr so viel wie vor 1-2 Jahren. Jetzt, wie ist es denn bei den Kunden in der Masse? Kaufen die Leute immer schwieriger ein aktuell oder geht da die Schlagzahl zurück von den Deals, dass öfters mal ein Deal platzt oder wird da härter nachverhandelt? Verändert sich was? Unterschiedlich von Geschäftsbereich zu Geschäftsbereich, sind es gewerbliche oder private Immobilien. Also im privaten Bereich ist die Sache relativ einfach.
Ich glaube, wenn ich in Mecklenburg-Vorpommern bin, in einem kleinen Dorf, wo der Bodenrichtwert bei 50 Euro liegt, da habe ich Leerstand. Aber hier jetzt in meiner Region, in unserer Region, wo wir ja auch tätig sind, da ist ein Riesenrand nach Immobilien da. Und die Konditionen bei den Banken sind so günstig wie noch nie und die Immobilien werden verkauft, weil einfach Angebot und Nachfrage der Markt vorgibt. Gibt sicherlich ein paar Ortschaften, wo niemand hin will, weil es halt keinen Bäcker und keinen Metzger mehr gibt. Ja. Da hat man vielleicht mal eher Leerstand und muss dann von den Preisen runter. Aber die Leute ziehen heute in die Stadt. Jetzt wird gerade so richtig der Speckgürtel noch teurer. Also es ist ein Riesenrun nach Immobilien da, ob Miete oder Kauf. Alles klar, super. Dann vielen Dank, Peter Gerne. Schürer hier im Interview. Wie läuft es aktuell so im Markt und ein bisschen, wie baut man so eine Firma auf? Ja. Deswegen danke für die Insights, für die Tipps und Gerne. Wir sehen uns auf deiner Einweihungsparty, oder? Ja, denke ich schon. Ciao, mach's gut. Ciao. Wenn ihr Deals habt, gell? Ja, gerne. Bei Schürer Fleischer Immobilien bin ich immer gerne persönlich erreichbar. Ja. Also Fokusbereich ist Baden-Württemberg, Süddeutschland oder kannst du auch mal irgendwie was in Hamburg vermitteln? Absolut. Also wir haben ja unser Kerngebiet hier in Baden-Württemberg, aber ich habe bundesweit sehr gute Kontakte und kann vernünftige Leute empfehlen. Alles klar, perfekt. Dann wissen alle Bescheid und euch wünsche ich ganz viel Erfolg. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr irgendwie noch mehr Informationen haben möchtet zu Schürer und Fleischer Immobilien, Link dazu packe ich auch unter das Video, könnt ihr euch ein bisschen mal was durchlesen und bis bald. Ciao. Bye.